Mein Name ist David Jelinek. Ich bin Teil des operativen Teams von Miele Mitmachsupermarkt und auch Gründungsmitglied von Miele und kümmere mich derzeit vor allem um unseren Minimarkt, der im 16. Bezirk in der Haberlgasse bereits in Betrieb ist, wo wir auf kleiner Fläche quasi einen Testbetrieb für den großen Supermarkt laufen haben. Und ich kümmere mich dort um den Einkauf, um die Sortimentsentwicklung. Und in unserem quasi in unserem großen Projekt im Supermarkt bin ich auch verantwortlich für Digitales, für alle möglichen digitalen Werkzeuge, die wir haben und auch in erster Linie für die Sortimentsentwicklung und das Gelingen des Projekts. Was genau ist denn Miele? Miele ist Wiens erster Mitmach-Supermarkt. Und warum Mitmach? Unsere Grundidee ist, dass wir eine Supermarktfiliale betreiben möchten, die alle Annehmlichkeiten eines herkömmlichen Supermarktes bietet. Das heißt, ein sogenanntes Vollsortiment. Das heißt, wir möchten quasi von der Windel über das Biogemüse bis zu Molkereiprodukten etc. ein Sortiment anbieten, mit dem man seinen Wochen- oder Monatseinkauf abdecken kann. Die Öffnungszeiten eines Supermarktes, sprich 5 bis 6 Tage die Woche geöffnet, aber mit quasi ein paar kleinen Unterschieden. Der erste und wichtigste und warum wir auch Mitmach-Supermarkt heißen, ist der, dass wir unseren Supermarkt als Genossenschaft betreiben werden und jede Person, die bei uns einkaufen will bzw. mitmachen will, muss auch Genossenschaftsmitglied werden. Im Detail kann ich das noch später erklären, wie das funktioniert. Der wichtige Punkt ist der, als Genossenschaftsmitglied arbeite ich auch alle 4 Wochen 3 Stunden mit. Deswegen mitmachen. Und diese Schicht, die ist verpflichtend, von der kann man sich nicht freikaufen, die ist ein wichtiges Element unseres Betriebs und ermöglicht es uns natürlich einerseits einiges an unseren Fixkosten einzusparen natürlich, weil viele Hunderte, viele Tausende Mitglieder dann gemeinsam mitarbeiten und all die Tätigkeiten, die in einem Supermarkt zu tun sind, gemeinsam erledigen. Aber es ermöglicht uns auch mit einer einheitlichen und transparenten Preisspanne zu arbeiten. Das heißt, unser Mitmach-Supermarkt, oder sagen wir es so, die Preise in unserem Mitmach-Supermarkt gestalten sich vollkommen transparent, da wir immer mit einem Aufschlag von 30% arbeiten werden. Was bedeutet das, um das ein bisschen bildlich darzustellen? Wir kaufen zum Beispiel Erdäpfel oder egal welche Artikel ein, die wir weiterverkaufen im Geschäft. Und wenn wir jetzt die Erdäpfel zum Beispiel für 1 Euro einkaufen, dann schlagen wir auf diesen Einkaufspreis 30% drauf. Das heißt, das wären dann 1,30 Euro und dann kommt noch die Steuer dazu. Und das machen wir bei jedem Artikel. Das heißt, im Unterschied zu einem herkömmlichen Supermarkt kann sich jedes Mitglied, jede Person bei uns am Regal mehr oder minder ausrechnen, was wir unseren Lieferanten im Einkauf zahlen. Und das ist quasi unser Versprechen auch an Transparenz, dass wir unseren Mitgliedern gegenüber auch einhalten werden in der Preisgestaltung. Und für uns auch sehr wichtig, weil es uns quasi auch abhebt von der sehr undurchsichtigen Preisgestaltung, die wir als Konsumentinnen sonst in einem Supermarkt gewohnt sind, da es da oft sehr schwer ist nachzuvollziehen, wie viel zum Beispiel ein Produzent, der Bauer, die Bäuerin überhaupt für sein Produkt bekommt. Woher kommen die Produkte, die ihr verkauft und wie knüpft ihr die Verbindungen zu den Personen, die sie euch bringen? Wir werden so wie andere Supermärkte auch ein Vollsortiment anbieten. Das bedeutet, wir möchten zwischen 3.000 bis 5.000 Artikeln auf Lager haben und auch verkaufen. Um so viele Artikel zu verkaufen, ist es quasi gar nicht möglich, bei uns nur mit kleinen Bauern oder Bäuerinnen zusammenzuarbeiten. Aber auch natürlich. Sprich, unser Sortiment wird sich zusammensetzen aus Produkten, aus Artikeln, aus möglichst biologischer, möglichst regionaler, möglichst nachhaltiger Herkunft, die wir einerseits sowohl direkt bei Bauern und Bäuerinnen beziehen, aber auch bei Verarbeitern und Verarbeiterinnen, aber natürlich auch bei Händlern. Also wir arbeiten auch jetzt bereits im Minimarkt mit Großhändlern zusammen, da es für uns natürlich auch logistisch viel einfacher ist, eine oder zwei Paletten auf einmal mit 500 oder 600 Produkten zu bestellen, als bei 200 Betrieben jeweils nur 5 Produkte zu bestellen. Es macht auch ökologisch mehr Sinn, also es macht für uns auch ökologisch mehr Sinn, dass quasi ein Lieferwagen uns beliefert mit 2 bis 3 Paletten, als dass 100 Betriebe mit ihren kleinen Lieferwegen einzeln nach Wien reinfahren und uns damit beliefern. Aber sprich, um das vielleicht ein bisschen abzurunden,
Wir arbeiten mit Händlern zusammen, die uns mit einem Großteil unserer Waren beliefern, sowohl Bio als auch konventionelle Ware. Also wir werden kein ausschließlicher Bio-Supermarkt sein, wir werden auch konventionelle Ware anbieten oder auch Ware, die aus sehr umweltverträglichen bzw. fairem Anbau stammt, aber die vielleicht nicht zertifiziert ist, weil wir auch Betriebe haben, mit denen wir seit längeren oder auch seit vielen Jahren teilweise zusammenarbeiten und die aus diversen Gründen vielleicht nicht biozertifiziert sind. Und eben auch Produkte aus bäuerlicher und regionaler Produktion, die quasi gemeinsam unser Sortiment abrunden. Und vielleicht auch kurz die Antwort, warum auch konventionelle Produkte, weil wir das auch oft gefragt werden. Hierfür gibt es zwei recht einfache Gründe. Wir möchten kein reiner Bio-Supermarkt sein, weil wir möglichst viele Menschen erreichen wollen. Weil wir quasi den Einkaufskorb von möglichst vielen Menschen in Richtung eines, ich sage jetzt mal, ökologischeren bzw. in Richtung eines Einkaufskorbs verschieben, der weniger Impact auf unserem Planeten hat. Und wir sind der Überzeugung, das gelingt nur, wenn wir möglichst viele Menschen an Bord bekommen. Und würden wir uns als reiner Bio-Supermarkt titulieren, dann würden wir von vornherein bereits einen Teil der Gesellschaft ausschließen, weil es einfach für viele Menschen noch immer so ist, dass wenn da Bio draufsteht, dass es automatisch teurer ist und dass ich mir das dann automatisch nicht leisten kann und deswegen gehe ich da gar nicht rein in so ein Geschäft. Und der zweite Grund ist, wir sind auch bei der Sortimentsentwicklung unseren Mitgliedern verpflichtet. Es gibt bei uns in dem Sinne keine verbotenen Produkte. Mitglieder können jedes Produkt, das sie gerne bei uns kaufen wollen, vorschlagen. Wir machen das ganz einfach mit einem Buch, in einem Sortimentsbuch, in das die Mitglieder ihre Ideen reinschreiben können. Wenn wir es einfach bestellen können, quasi ohne extra logistischen Aufwand, dann stellen wir es auch ins Regal. Und wenn es gekauft wird, dann bleibt es auch im Sortiment. Sprich, das demokratischste Barometer für jeden einzelnen Artikel in unserem Sortiment sind die Umsatzzahlen. So. Und wenn die Leute jetzt zum Beispiel halt auch Mannerschnitten haben wollen, dann sind wir der Überzeugung, besser, sie kaufen die Mannerschnitten bei uns, als sie kommen alle 4 Wochen, um ihre Schicht zu machen, machen ihren Monatseinkauf und müssen dann die Mannerschnitten noch woanders einkaufen. Wie viele Mitglieder habt ihr momentan? Also unsere Genossenschaft zählt derzeit knapp über 400 Mitglieder mit einem langsamen, aber stetigen Wachstum. Wir möchten für den Supermarkt mehr als 1000 Mitglieder erreichen. Da wir für den laufenden Betrieb des Supermarktes dann noch diese Zahl benötigen werden. Und man kann bei uns sehr einfach Genossenschaftsmitglied werden auf unserer Homepage mila.wien mit einem sehr einfachen Online-Formular. Und wenn man Genossenschaftsmitglied wird, dann ist es so, dass man eine einmalige Einlage zahlt. Das heißt, das ist im Unterschied zu einer Vereinsmitgliedschaft, ist das wirklich eine einmalige Zahlung. Das heißt, ich zahle meinen Genossenschaftsbeitrag nicht jährlich, sondern nur einmal bei Eintritt in die Genossenschaft. Genau. Bei uns ist es so, dass der sogenannte Regelanteil beträgt 180 Euro. Und wir haben auch einen Sozialanteil für Menschen mit geringem Einkommen nach Selbsteinschätzung, der ist 20 Euro. Genau. Das heißt, ich zahle diese 20 oder 180 oder auch mehr Euro, ich kann auch mehr Anteile zeichnen, wenn ich will, einmalig und dann bin ich Genossenschaftsmitglied. Und ab diesem Zeitpunkt habe ich quasi 3 wichtige Rollen in der Mila Genossenschaft. Ich bin eben erstens Konsumentin, das heißt, ich kann einkaufen, ich kann, wie vorher besprochen, das Sortiment mitbestimmen, mir Produkte ins Buch wünschen. Und kann regelmäßig einkaufen kommen. Ich bin Besitzerin, sprich ich bin Mitbesitzerin der Genossenschaft, weil desto mehr Genossenschafterinnen wir werden, desto mehr Anteile gibt es ja und desto mehr Miteigentümerinnen gibt es auch. Und mit dieser Miteigentümerinnenschaft geht auch ein Mitspracherecht einher. Das heißt, egal wie viele Anteile ich zeichne, ich habe immer eine Stimme in der Generalversammlung. Die Generalversammlung wird 1 bis 2 Mal im Jahr stattfinden. Und dort habe ich dann quasi auch eine Stimme, um über große Entscheidungen der Genossenschaft mitzubestimmen. Also wir werden dort nicht darüber diskutieren, bestellen wir jetzt die Erdäpfel beim Bauern A oder beim Händler B, sondern wird es dann wirklich zum Beispiel darum gehen, mieten wir eine neue Fläche dazu. So geht sich sowas aus oder wollen wir oder auch so vielleicht zukunftsweisendere Entscheidungen. Und die dritte und quasi wichtigste Rolle ist eben, ich bin Arbeiter, Arbeiterin. Ich arbeite alle 4 Wochen 3 Stunden mit und leiste damit den wichtigsten Beitrag zum Gelingen des Supermarktprojektes.
Und vielleicht auch nochmal, ich wiederhole es auch nochmal genau, ich kann mich quasi aus dieser Mitarbeit eben auch nicht freikaufen. Also wir werden quasi immer wieder gefragt, kann ich einen jährlichen Mitgliedsbeitrag quasi zahlen oder kann ich mehr Anteile zeichnen, um quasi nicht mitzuarbeiten? Und das geht bei uns nicht, weil quasi die Mitarbeit ist so ein bisschen das Rückgrat unseres Konzeptes, unserer Idee. Und würden wir das aufgeben oder auflockern, dann würden wir uns selber das Rückgrat brechen. Was ist konkret deine Aufgabe bei Miele und wie sieht so dein Alltag aus, wenn du dich dort engagierst? Wenn es so etwas wie einen Alltag überhaupt gibt. Also ich bin eines von 8 Gründungsmitgliedern von Miele. Wir haben Anfang des Jahres 2020 einen Verein gegründet, der quasi den Grundstein gelegt hat für die Miele Genossenschaft jetzt auch. Und ich bin dazu gekommen, über Umwege, sagen wir es mal so, über einige. Ich habe selber an der BOKU studiert und habe dann einen landwirtschaftlichen Betrieb gemeinsam mit ein paar Freunden gehabt und habe lange Zeit bereits als Marktverkäufer im Supermarkt auch und für den Bioverband gearbeitet, also so ein bisschen entlang der Lebensmittelkette und kenne daher auch schon seit vielen Jahren die Probleme und die Schwierigkeiten, die unser Lebensmittelsystem in Österreich und auch international hat und habe schon immer auch nach Lösungen und Alternativen gesucht hierzu. Voll. Und im Jahre 2019 hat es so ein bisschen eine Initialzündung gegeben, weil das, was wir machen, haben wir nicht neu erfunden. Es gibt ja solche Supermärkte bereits in ganz Europa und der erste in Europa, der so richtig gut funktioniert, ist in Paris und heißt La Louve und funktioniert jetzt seit über 5 Jahren. Und einer der Gründer von La Louve, der Tom Booth, war Ende 2019 in Linz auf einer Tagung und hat dort in einem 2-stündigen Workshop, ich sage jetzt mal, einige Menschen sehr inspiriert oder sehr auch dazu angeregt, das in Österreich umzusetzen. Und das war für mich und für eine Gruppe oder für mich und uns andere Gründungsmitglieder so ein bisschen die Initialzündung, sowas auch in Wien zu machen. Und für mich persönlich war es dann, wie soll ich sagen, war es endlich etwas, das quasi so ein bisschen aus dem Nischendasein heraustritt. Also wir haben ja natürlich, wir haben Bauernmärkte, wir haben Foodcops, wir haben Markter und viele, ich sage jetzt mal, alternative Möglichkeiten, sich Lebensmittel zu beziehen. Aber ich denke mal, eine der Schwierigkeiten ist, entweder man braucht immer ein sehr gutes Geldbörsel, um sich das leisten zu können, oder teilweise auch sehr viel Zeit vielleicht, voll, oder manchmal auch beides. Und meine Überzeugung damals war, dass wir mit so einem Supermarkt einfach ein Angebot schaffen können, um mehr Leute, oder sagen wir es mal so, um mehr Menschen gute Lebensmittel verfügbar zu machen. Voll. Genau. Um quasi ein bisschen aus dieser Nische herauszutreten, in der vielleicht auch noch Foodcops oder andere Projekte stecken, um einfach einen größeren Stein ins Rollen zu bringen in unserem Lebensmittelsystem. Warum ist dir persönlich das Engagement bei Miele so wichtig? Und welche Werte spielen da für dich eine Rolle? Für mich persönlich ist es wichtig, weil ich was verändern möchte, weil ich in unserem Lebensmittelsystem was zum Positiven verändern möchte und das mit Miele möglich ist. Die Werte, die ich vor allem ganz stark in Miele wiederfinde, sind Transparenz und Fairness. Transparenz vor allem aufgrund unserer transparenten Preispolitik, die meines Erachtens nach einmalig ist, weil das macht niemand anderer, weder in Österreich noch international. Und ich glaube, das ist etwas, woran es höchstens an der Zeit, also was an der Zeit ist einfach, so etwas umzusetzen. Und Fairness auch, weil wir ja auch Fairness entlang unserer kleinen oder halt auch kurzen Lieferketten versprechen und auch Fairness im Umgang miteinander. Also Miele ist ja auch mehr für mich als jetzt nur eine neue Art des Wirtschaftens, das natürlich auch, weil wir das als Genossenschaft machen und das auch nochmal, also die Genossenschaften in Österreich auch nochmal ein bisschen einen schwereren Stand haben, aber das eine, finde ich auch, kooperativere oder auch sozialere Art des Wirtschaftens ist oder des zusammen einen Betrieb führens ist. Aber Miele wird ja auch ein sozialer Ort, an dem ganz viele Menschen unterschiedlicher Herkunft zusammenkommen. Also dieses alle 4 Wochen für 3 Stunden nur für eine Schicht zu kommen und quasi dort mit Menschen zusammenzuarbeiten im eigenen Betrieb, mit denen man davor vielleicht nichts zu tun gehabt hat, schafft ja auch, glaube ich, einen enormen sozialen Mehrwert für die Gesellschaft und bringt auch Menschen zusammen,
Und glaube ich, schafft auch so ein bisschen, wie sagt man halt, sozialen Kaugummi einfach, den wir dringend benötigen. Voll. Wie kann man jetzt Mitglied bei euch werden oder was kann man konkret machen, wenn man sich bei euch engagieren möchte? Ja. Also die erste Möglichkeit ist, man kann ganz einfach auf unserer Homepage Mitglied werden, mila.wien. Dort füllt man ein kleines Formular aus und wird Genossenschaftsmitglied. Und das Wichtige ist, wenn man Genossenschaftsmitglied wird, dann zahlt man eine einmalige Einlage. Und das ist wirklich, ich betone das einmalig, das heißt, unser Regelanteil sind 180 Euro. Wir haben einen Sozialanteil für Menschen mit geringem Einkommen nach Selbsteinschätzung in der Höhe von 20 Euro. Man kann auch viel mehr Anteile zeichnen, wenn man will. Und das Wichtige ist aber, man zahlt das wirklich einmal. Also es ist nicht wie eine Vereinsmitgliedschaft, wo man meistens jährlich zahlt, sondern ich zahle das einmal beim Eintritt in die Genossenschaft. Und sollte ich nach ein paar Jahren wieder draufkommen, dass mir das gar nicht taugt oder ich wegziehe aus Wien oder sonst wie, dann kann ich diese Mitgliedschaft auch kündigen. Dann bekomme ich meinen Anteil auch wieder zurück. Das heißt, wenn ich jetzt einmal 180 Euro einzahle und ich kündige, dann bekomme ich auch 180 Euro zurück. Also zum Nominalwert, den gleichen Wert. Da gibt es quasi keine Zinsen oder sonst wie. Genau. Das ist ganz wichtig zum Verständnis, weil ganz viele Menschen quasi immer glauben, das ist wie eine Vereinsmitgliedschaft, sie müssen das jährlich zahlen. Nein, nur einmalig, wirklich nur einmal. Genau. Und dann bist du Genossenschaftsmitglied und ab dem Zeitpunkt, wenn der Supermarkt dann auch in Betrieb ist, hast du diese drei wichtigen Rollen. Du bist quasi Konsumentin, du kannst einkaufen bei uns, du kannst das Sortiment mitbestimmen über unser Sortimentsbuch. Du bist Miteigentümerin, dir gehört, also wenn du 180 Euro zeichnest, dann sind das 9 Anteile zu je 20 Euro. Dann gehören dir wirklich 9 Stück, quasi 9 Anteile von unserem Supermarkt. Weil desto mehr Leute da sind, desto mehr Anteile gibt es einfach. Und mit diesem Eigentum geht auch ein Mitspracherecht einher. Das heißt, du hast eine Stimme in der Generalversammlung. Und zwar ganz egal, ob du einen oder 100 Anteile zeichnest, du hast immer nur eine Stimme. Das ist eine wichtige Ursprungsidee von Genossenschaften, die in vielen modernen Genossenschaften, ich sage mal, etwas aufgeweicht wurde mittlerweile und die dann mehr wie moderne AGs funktionieren. Und die dritte und eigentlich wichtigste Rolle ist eben die, dass du Arbeiter, Arbeiterin bist. Das heißt, du arbeitest alle 4 Wochen 3 Stunden mit und bringst deine Arbeitskraft, aber auch deine Ideen mit in den Betrieb ein und bist damit quasi auch mitverantwortlich für das Gelingen. Und dafür, dass der Supermarkt auch funktioniert und läuft. Genau. Und darüber hinaus haben wir einige Arbeitsgruppen, die vor allem auf ehrenamtlichem Engagement basieren. Die sind zum Beispiel die Arbeitsgruppe Sortiment, jetzt auch noch die Arbeitsgruppe Standort, Diversität, Finanzen, gibt es einfach einige. Und wenn quasi Leute sagen, sie haben auch noch Lust oder auch Zeit, quasi ihr Wissen oder ihr Know-how auch über ihre Schicht hinaus noch wo einzubringen, dann gibt es auch immer die Möglichkeit, sich in verschiedenen Arbeitsgruppen zu engagieren bei uns. Genau. Vielen Dank fürs Gespräch. Danke, dass du da warst. Sehr gerne. Es hat mich sehr neugierig gemacht. Ich hoffe, viele unserer ZuschauerInnen auch.